Heute geht es um die Frage, was ist ein Dead Spot, ein toter Punkt auf dem Bass? Die allermeisten Bässe haben einen Dead Spot, alle meine Bässe haben einen toten Punkt, aber der ist meistens nicht so stark ausgeprägt, als dass ich nicht mit diesen Bässen gut arbeiten könnte. Nun habe ich diesen Bass bestellt und ich werde ihn gleich heute wieder zurückschicken, weil er einen so starken Dead Spot hat, dass das für mich nicht mehr akzeptabel ist. Und zwar ist ein Dead Spot, also ein toter Punkt, das ist ein bestimmter Ton, meistens auf der G-Seite und meistens um den siebten Bund herum. Jetzt ist das hier ein Fretless Bass, der keine Bünde hat, aber der siebte Bund, das wäre dieses D hier auf der G-Seite. Um diesen Punkt herum haben viele Bässe einen Dead Spot. Das bedeutet ein Ton, der nicht so lange klingt wie die anderen Töne. Also wenn ich zum Beispiel irgendeinen Ton aushalte. So ein Ton schön lange, mehrere Sekunden lang. Und wenn ich jetzt zum Dead Spot komme, das wäre jetzt also hier das D, was auf einem normalen Bass der siebte Bund wäre, dann stirbt der Ton sofort ab. Er sollte eigentlich ein paar Sekunden, ich weiß nicht, 5 oder 10 Sekunden oder noch länger klingen. Natürlich wird er immer leiser, aber dieser Ton hier, du hörst es, der klingt fast noch nicht mal eine Sekunde und schon ist er weg. Upp. Und das habe ich gleich beim Auspacken gemerkt, denn eines meiner Lieblings-Mini-Bass-Solos, das befindet sich in der originalen Version von Gary Moores Empty Rooms. Da gibt es ein kleines Fretless-Solo in dieser Rockballade und das geht ungefähr so. Und da habe ich gleich gemerkt, uff, da stimmt was nicht. Und schon wieder ist der Ton weg. Wenn ich von diesem D aus 2 Halbtöne nach oben gehe, wird es ein bisschen besser. Nicht perfekt, aber der Ton hält ein bisschen länger oder nach unten. Aber genau hier auch bei diesem D ist also der toteste Punkt erreicht. Zum Glück befinde ich mich gerade in Deutschland und kann diesen Bass problemlos zurückschicken. Wenn ich mich jetzt gerade in meiner Wahlheimat Kolumbien befinden würde, ist das alles viel problematischer wegen den Importzöllen und so weiter. Es geht aber immer nur um das lange Aushalten von Tönen. Wenn ich jetzt dieses D auf einer anderen Seite spiele, zum Beispiel hier auf der D-Seite, dann ist es weniger problematisch. Wenn ich aber kurze Töne spiele, dann kriegt man das nicht mit. Wenn das jetzt das erste Mal ist, dass du dich mit dem Thema Dead Spots beschäftigst, dann nimmst du jetzt wahrscheinlich gerade deinen Bass zur Hand und schaust danach und suchst nach Dead Spots und wahrscheinlich wirst du auch einen Dead Spot finden. Das ist wahrscheinlicher, als dass du keinen Dead Spot findest. Aber wahrscheinlich wird der Dead Spot nicht so stark ausgeprägt sein, als dass dich das irgendwie negativ beeinflussen oder limitieren würde in deinem Bassspiel. Ich habe mal hier einen Music Man Stingray Bass. Das ist anerkanntermaßen, wie soll ich sagen, ein Bass der einer hohen Kategorie, mit Sicherheit ein professionelles Instrument. Und der hat, wie so viele auch, einen kleinen Dead Spot. Zwar nicht hier im Ton D, da geht's noch einigermaßen, sondern nebenan einen Bund höher, im achten Bund auf der G-Seite, im Ton S. Ja, ist nicht so schlimm wie bei dem Fretless Bass, den ich gerade eben hatte. Man kann damit arbeiten, aber es ist doch hörbar. Dann beim E, im neunten Bund, ist es schon besser, da klingt dann der Ton schon wieder länger. Wenn ich mal das kleine Bass-Solo von vorhin einen Bund höher spiele, um auf dem S zu landen, mal sehen, wie das klingt. Also der Ton stirbt auch aus, aber man kann ein bisschen besser damit arbeiten. Okay, toll ist es nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt für mich noch akzeptabel. Jetzt werde ich dir aber auch gleich zeigen, wie du das Problem beheben oder zumindest stark verbessern kannst,
Wenn du zum Beispiel eine Studioaufnahme hast oder auch bei dir zu Hause im Heimstudio etwas aufnimmst und du hast genau eine Melodie im Bass, wo du genau auf dem Deadspot-Ton eine lange Note aushalten musst, dann gibt es dafür einen kleinen Trick, und zwar indem du einfach ein Gewicht hier an der Kopfplatte befestigst. Du kannst damit experimentieren, wie viel Gramm das schwer sein sollte, mehr oder weniger. Es gibt auch mittlerweile, kannst du auch sogar extra Gewichte kaufen, die dafür gemacht sind, um die hier aufzustecken an der Kopfplatte, um dieses Problem eben in den Griff zu bekommen. Was ich jetzt heute hier nur gerade zur Hand habe, ist hier so eine Halterung für eine Actioncam, um die irgendwo zu befestigen, zum Beispiel hier an der Kopfplatte. Jetzt habe ich hier meinen super Mundschutz, damit die Kopfplatte mir nicht zerkratzt, weil es immer ein Problem ist, wenn man da eine Kamera anbringen möchte. So, jetzt habe ich hier also dieses komisch aussehende Gewicht dran. Und jetzt sollte der Deadspot, wenn nicht verschwunden, zumindest doch besser sein. Der Ton sollte etwas länger klingen. Wir haben hier dieses S. Und definitiv, es klingt ein bisschen länger als vorher. Das Problem ist nicht ganz weg, aber es ist doch ganz schön viel besser, wenn ich die Melodie spiele. Ja, also für eine Studioaufnahme, für diesen Moment würde ich das machen, hier so irgendwie ein Gewicht dran klemmen an die Kopfplatte. Und somit bekommst du das in den Griff. Und bei einem Live-Auftritt oder wenn du normal in einer Probe bist oder zu Hause übst, wenn ich dich heute nicht darauf hingewiesen hätte in diesem Video, hättest du wahrscheinlich nie gemerkt, dass dein Bass einen Deadspot hat oder es wäre dir nie so schlimm aufgefallen wie jetzt, wo wir darüber sprechen. Also nicht zu ernst nehmen, wenn du einen Deadspot entdeckst. Wahrscheinlich ist es nicht so schlimm, wie es auf den ersten Schock hin sich anhört. Falls du neu hier bist, normalerweise geht es auf meinem Kanal nicht darum, die Schwachpunkte deines Basses zu finden und zu kritisieren, sondern es geht darum, wie du mit deinem Bass tolle Musik machen kannst. Also hinterlasse gerne ein Abo.